Hallo und willkommen zurück zu Cult of the Lamb. So, schauen wir mal. Das kann man direkt einsammeln. Das sieht so aus, als ob es reichen würde. Aber knapp. Nicht. Hat nicht gereicht. Da haben wir mal viele Leute hingekackt. Und mein Besen wird immer besser. Ah, das ist großartig. Nein, die Spinnen sind wieder los. Müsste ich eigentlich jagen. Da ist eine, da ist eine, da ist eine. Komm. Yay, ein Häppchen. Ein Häppchen, jetzt haben wir insgesamt zwei. Mensch, die haben sich aber ordentlich erleichtert hier. Nicht in der Lusch? Ist meine Kochkunst so schlecht? Wahrscheinlich ja, wahrscheinlich ja. So, da schläft einer. Warum schläfst du da? Habe ich nicht genügend Betten? Achso, ich habe 15 Follower. Und hier alle voller Kotze. Ja, aber nicht gut. Nee, du kannst schlafen. Repariert. Aber blöde Stelle, um dahin zu kotzen. So, da schlafen noch weitere. Wir müssen mehr Quartiere bauen. Haben wir nicht eigentlich auch einen Schnarcher? Barbatos ist mies gelaunt. Die sind mies gelaunt. Hier dieses Haborum, der. Ich glaube, das ist der Schnarcher, oder? Gedanken lesen. Schnarcher auf jeden Fall. Du wirst abgesondert. Aufbewahrt. Nee, ich will die Unterkunft. Muss ich echt mit so einem Ding anfangen? Ja, das kann ich frei platzieren. Das ist schon besser. Eigentlich müsste man hier runtergehen und da habe ich schon verkackt, weil man es nicht platzieren kann. So, ich würde mal sagen, Schnarchquartiere kommen hier unten hin. Direkt neben die Toiletten dann am Ende. So. Das sollte reichen. Muss wahrscheinlich einen mit aufbauen, damit ich den auch zuweisen kann. Wie hieß er denn? Haborum. Na gut, komm hier, Haborum. Haborum, Haborum, Haborum. Da bist du. Das ist dein neues Quartier. Und wir schauen mal, ob da noch mehr Leute schnarchen. Hunger sieht gut aus. Glauben sieht so mittel aus. Das verbessern wir aber gleich. Verbessern wir gleich. So. Eine Predigt. Da geht die Morgenstimmung nach oben. Und ich glaube, wir können einen auf Mission schicken. Wenn nicht gerade schon einer auf Mission ist. Da habe ich leider keinen Überblick mehr. Waffenbeherrschung. Drücke die Taste schwerer Angriff. Okay. Dann bekommen wir wohl einen schweren Angriff dazu. Was auch immer die Taste sein mag. Jo, die Firma dankt. Können wir noch was machen? Ritual oder so? Oh, Hammer ja erst. Hammer ja eigentlich erst. Kürbis, beschwöre einen Blutmond, der die Toten auferstehen, aufscheinen lässt. Dauert 3 Tage an. 40 Kürbis. Klingt gut. Hab 41 gehabt. Jetzt habe ich keinen mehr. Jo, Blutmond. Da ist er ja. Glaubt, dann ist einer meiner Follower auch happy, dass ich das Ritual durchgeführt habe. Na, schauen wir mal. Wer will mir danken? Das war hier. Irgendwer, der mir danken wollte. Gut, dann nicht. So, ich wünschte, ich hätte eine bessere Ressourcenansicht. Der eine wird irgendwann abnippeln. So, schauen wir mal, was hier rauskommt. Bieren. Und Bierensamen. Ich bin nicht überrascht. Oh, ein bisschen mehr Baumwolle können die schon machen. Einer ist anscheinend auf Mission. So. Dann gehe ich mal zum Ressourcensammeln, aber nicht in den neuesten Dungeon da links, sondern tatsächlich mal in den ersten, ins Düsterholz. Vielleicht kriegt man den Dungeon diesmal komplett gemeistert, weil normalerweise da, wo der Boss... Drücke die Taste, schwerer Angriff. Ja, welche Taste ist es denn? Okay. Ich erzähle gleich weiter, was ich sagen wollte. Die Winde des Waldes wehen. Spürst du es nicht? Um uns herum knarrt und dreht sich die Welt.
Früher verharrte sie unbeweglich. Unbewegte Jahrhunderte setzten Rost an. Nun ist Leshy gefallen. Und jetzt beginnen die Bewohner dieses Landes ihren Kampf um Macht von Neuem. Du wirst sie dieses Mal nicht so leicht loswerden. Ja, ja, danke für die Warnung. Ich glaub doch. Jo, Affenkralle. Und göttliche Explosion 7. Komm schon. Also was ich sagen wollte, es hört ja normalerweise, hat's nach dem Boss hier aufgehört. Was ist das? Neues Relikt freigeschalten. Transmogrikon verwandelte einen zufälligen Gegner in Kleinvieh. Boah. Firma dankt. Und jetzt geht's halt noch zwei, dreimal weiter. Hm, könnte ganz spannend sein. Vor allem wir sind relativ gut im Progressen. Das heißt, ein bisschen mal den Kult aufbauen wäre nicht schlecht. So. Ich bin gerade aber nicht so super. Schon ein Herz verloren. Ja, zumindest der Fluch kann was. Ich mag diese Stachelviecher nicht. Tja, bist du tot? Und nicht tot. Ah. Na gut, ich habe hier wieder ein halbes Herz dazu gewonnen. Und jetzt geht's erstmal an den Tarothändler. Naja, heute Nacht Schicksal im Spiel. Bessere Drohnen auf jeden Fall. Wir könnten eigentlich Geld ausgeben. Oh, wir haben fast keins. Dann lohnt sich's auch nicht. Mensch, ist ja echt wie auf meinem Konto gerade. Ich nehme das am 22. auf. Mein Konto ist eigentlich schon. Naja, hat bessere Tage gesehen. Kommt vielleicht mal wieder. Hab auch einfach zu viel Mist gekauft. Zusätzlich zu Lebensmitteln, die echt teuer geworden sind. Weiß nicht, wie ich als Student mit 200 Euro im Monat klargekommen bin für Essen. Da war ich teilweise auch schon fett. Naja, ich schieb's auf die Inflation, nicht auf meine Gier und meinen Hunger. So fancy Zeug kaufe ich mir auch gar nicht zu essen. Ein Stück Fleisch. Mal schauen. Weiche Satan. Also ich bin's ja heute. Boah, das sind aber fette Würmer. Und wieso lädt mein Eifer nicht wirklich aus? Was ist denn schwerer Angriff? Ich probier's mal. Weiß ich nicht. Ah. RB. Hätte mir auch einer sagen können. Au. Kostet auch Eifer. Achso, warum ich so wenig Eifer habe? Ich habe meinen Fluch hier so oft eingesetzt. Mensch, ich sollte echt aufhören, hier abends aufzunehmen. Na, tagsüber muss ich arbeiten, also werde ich nicht damit aufhören. Boah. Schon stärker. Beziehungsweise widerstandsfähiger. Komm schon, gescheite Waffe. Nee, ein Relikt. Die Zunge spawne Bomben im ganzen Raum. Das klingt doch gut. Ich mag Bomben. Immer eine Bombenstimmung. Oh je. Die haben mich gut erwischt. Nur noch zwei Herzchen. Welchen Weg gehen wir denn? Da gibt's Trauben, da gibt's, keine Ahnung, eine Teufelsfrucht. Da gibt's einen Händler. Also Händler, Teufelsfrucht. Und was auch immer. Eichkatzeln. Nein. Ach, wofür sind Herzen gut, wenn man sie nicht weggeben kann? Ich dachte einst, dass ich meins für mich behalten würde. Zwei Kinder hatte ich. Das war echte Liebe. Und doch wurden mir an einem trüben Sommertag meine wunderbaren Kinder weggenommen. Ein Geschenk, sagten sie, für den, den sie am meisten lieben. Jenen, der wartet. Ich weinte. Ich klagte. Weil wie kann man sich einem Gott verweigern? Wo immer sie sind, ich hoffe, dass sie genauso fromm und liebevoll sind wie ich. Nichts ist sicher, außer die Zuneigung, die man im Herzen trägt. Nein, die zwei Katzen, die um den, der wartet, rumstehen, sind die Kinder von ihr. Oh, jetzt bin ich traurig. Blaupause ist kostenlos.
Papa. Ah, Gebotsteinfragment auch. Dann nehmen wir ein Gebotsteinfragment. Entschuldigung, dass ich hier alles zerstöre. Das macht einfach zu sehr Spaß und da ist Gold drin. Da ist Gold drin. Geschenk. Kleines Geschenk, um die Loyalität deiner Anhänger zu steigern. Was haben wir hier? Fluchangriffsschaden erhöht sich. Nee, weg damit. Ist die Katze jetzt sauer? Ach nee, ist nur Nacht geworden. Okay. War etwas irritiert. Auf zur Teufelsfrucht, was auch immer das ist. Vielleicht kriegt man dann Gum-Gum-Früchte. Das sieht aus wie Hopfen. Das ist Hopfen. Ist ja fantastisch. Wann kann ich mit dem Brauen beginnen? Wir müssen uns natürlich an dieses deutsche Brauereigesetz halten. Hopfen, Malz und Wasser. Und irgendwas noch reinkippen, was schmeckt. Nein, sorry. Ab und zu trinke ich auch ganz gern ein kühles Blondes. Meistens aber eher Cocktails, weil die tatsächlich schmecken. Also ein kaltes Bier, nachdem man richtig was geschafft hat. Ah, schon nett. So, dann haben wir hier... Ach, da war vielleicht ein Artefakt drin, weil das so... Keine Ahnung. So, ich hoffe, das heißt einfach, die droppen mehr Geld. Das werden wir gleich sehen. Doppelte Münzen, das klingt gut. Ich kann reisen? Wohin kann ich denn reisen? Ah, ich kann den Bosskampf nochmal machen. Ich verstehe wieder, was das war. Ja, Bosskampf, was? Habe ich jetzt nicht mitgerechnet, aber ist ja nur Leschi. Und wir haben Artefakt. Ja. Das hatte ich echt nicht auf dem Schirm, dass man ja die Bosse wieder machen kann. Mist. Ich wurde getroffen. Wir haben ihn ja fest. Alles gar kein Problem. John Deschi. Kein Aifa mehr. Schade. John, weg mit dir. Au. Oh, so viele Schnecken. Das sieht aus wie im Garten, den meine Eltern früher hatten. Wir haben Hamsch. Jetzt habe ich keinen Garten mehr. Trotzdem noch viele Schnecken. Hör doch mit den Piekserchen auf. Ah, schade, das Artefakt ist anscheinend verschwunden. Ich glaube, das ist schwer wieder aufladbar. Au. Leschi, du tust mir weh. Jetzt tue ich dir weh. Wunderbar. Schönen erneuten Tod. Oh, das gab zumindest Gold. Das Lamm aus Holz geschnitzt. Oh, da finde ich das Gold doch sympathischer. Wir nehmen es trotzdem mal auf. Kann es ja auch schlecht ablehnen. Aber ja, für Münzen war das gar nicht so schlecht. Oh nein. Jemand ist alt geworden und jetzt unglücklich. Ach komm, ich wollte den Dungeon doch durchmachen. Kann ich jetzt echt nicht weiter? Tja. Dienlichkeit gehört halt bestraft. Ah, aber das ist wieder voll. Mal schauen, ob man das nächste Ding freischalten kann. Ja. Irgendwie. Ah, noch nicht 16 von 20. Da müssen die Leute mal mehr beten. Ein Heilquartier wäre gar nicht so schlecht. Eine Grube. Wer anderen eine Grube gräbt, braucht ein Grubengrabgerät.
Was haben wir da? Dämonenbeschwörung 2, Dünger, Erntetotem. Wachstumstempo auf allen Ackerparzellen. Boah. Machen wir mal ein Missionar 2. Können wir 2 Anhänger fortschicken. Jo. Die werden sich freuen. So, einer hat eine Quest für mich. Quest. Wo bist du denn? Ah. Du hast was du von mir... Ja, was willst du denn? Ich bin alt und schwach, großer Anführer. Mir bleiben nur noch ein paar Tage. Was willst du denn von mir? Ich wusste, dass du es schaffst. Du bist wirklich göttlich. Dankeschön. Oh, dankeschön. So, und du bist? Anführer, ich wurde auf meiner Mission schwer verletzt. Ich kann in Frieden sterben. Jetzt, da ich noch ein letztes Mal mit dir sprechen konnte. Nein, mein Goldfisch stirbt. Mach doch sowas nicht. Nicht mal was mitgebracht. So. Auf Begräbnis. Ja, Anhänger ist gestorben. Herzliches Beileid. Leichen sind nicht gut für die Hygiene und können dazu führen, dass deine Anhänger krank werden. Du musst Anhänger in einer Leichengrube unter einem Grab beisetzen, um ihre Verwesung zu verhindern. Natürlich ist das eine Menge Fleisch, das einfach verschwendet wird. Wir machen es trotzdem. So, aufheben. Man wollt ja alle von mir. So, den begrabt man nicht auf der Farm, obwohl das klasse Dünger wäre. Irgendwo hier unten hin. Und dann müssen wir ein Grab bauen. Erstmal natürlich ihnen was vorbieten. Und ich glaube, ich kann eine neue Doktrin. Ich glaube, ich habe einen Doktrinstein zusammen. Können wir machen. Jo. Papa braucht bessere Waffen. Strengt euch mal an. Naja. Da müssen wir noch ein bisschen mehr rausquetschen. So, Krone. Doktrinstein. Das ist Max Arbeiten und Beten. Das klingt gut. Einfache alltägliche Errichtung oder große ewige Monumente. Führe ein Ritual in deinem Tempel durch, das alle im Bau befindlichen Gebäude sofort fertigstellt. Oh, das wäre nicht schlecht. Führe in deinem Tempel ein Ritual durch, das 3 Tage lang temporär das Erzeugungstempo für Hingabe an deinem Schrein um 20% erhöht. Für 3 Tage ist auch nicht schlecht. Ja, die Gebäude haben Zeit. Das schalten wir frei. 20% mehr Glauben. Für Lau. Also für ein Ritual, aber trotzdem. Das führen wir gleich mal durch. Ja, damit. Ja, da freut ihr euch. Und jetzt freue ich mich gleich. Ja, hoffentlich habe ich aufs Richtige gedrückt. Ich glaube schon. Jo, mir bieten. Der schießt mir direkt die Milch ein. Alle zufrieden? Wunderbar. Oh, das kostet Glauben. Kann man dann noch irgendwas machen? Irgendwie so ein schönes Bonfire oder so? Knochen haben wir genug? Ja, das hebt den Glauben dann wieder. Und dann müssen wir definitiv Gräber bauen. Da sind ein paar alte. So. Jo, genug gebetet für heute. Morgen wieder. So, Grab. Beziehungsweise Leichengrube. Irgendwo hier unten hin. Ist eigentlich egal. Tja, dann macht mal. Einmal repariert. Zeug für mich. Ich glaube, was wir auch brauchen, wir nochmal so ein zweites Refine-Ding. Das dauert nämlich echt lange gerade. Machen wir mal hier die Steine. Und dann. Wo ist es? Ja. Probieren wir es mal so.
Bald können wir den Schrein dann upgraden. Sollten die Toten nicht erscheinen? Also der ist erschienen, aber der ist jetzt nicht wirklich so, wie ich es erwartet hätte. Okay, begraben. Das freut die Leute. So, einzahlen. Natürlich zahlen wir da noch ein bisschen was ein. Ein paar Hopfen. Ich glaube, ich könnte auch eine Düngekiste hinstellen. Naja, mögen die nicht, dass hier Leute tot waren, kann ich verstehen. Kein schöner Anblick. Hab tatsächlich noch nie in Wirklichkeit. Nee. War zwar auf ein paar Beerdigungen schon, aber zu feige da hinzuschauen. Samensilo, Vogelscheuche. Okay, das passt. Das hier unten passt. Wollt doch die zweite Mission. Braucht 5 von diesem Holz. Ich dachte, davon haben wir schon einiges gemacht. So. Kann ich noch jemandem sagen, dass er das machen soll? Hier, das ist auch ein Schnarcher. Nee. Oder? Doch. Ein Spion? Wurde nicht in den Kult indoktriniert. Wird so viel mitnehmen wie möglich. Was für ein Arsch bist du? Jono, den schicken wir auf Mission. Wo ist er denn? Wir können ihn auch auf eine tödliche Mission. Hier, du besorgst Münzen. Tschüss. Kann ich noch einen anderen schicken? Nee, muss ich ja erst upgraden. Ich weiß Bescheid. Da waren 5 Holz. Genau, das kann man auch noch fällen. Dauert nicht so lang. Dann ist hier mal aufgeräumt. Oh, das. Oh, die tote Biene. Das sind die Toten. Hm, das was? Ein Schädel, der während des Blutmonds gefunden wurde. Interessant. Spezialibin. Und wo ist meine Biene? Bienchen. Ich um mein liebster Anhänger. Vogel. Okay, können wir hier eigentlich... Ah, da hat jemand eine Quest. Was willst du, Poppy? Anführer, Skeptiker und Ketzer haben ihren Weg zu unserem Kult gefunden und sie verfluchen unseren Lebenswandel. Ah, sie wollen beitreten. Sollen wir sie willkommen heißen? Natürlich! Ein Anhänger hat begonnen, sich von dir abzukehren. Das passiert, wenn der Glaube des Kults zu niedrig ist. Ein Verräter verbreitet Falschinformationen über dich, bla bla bla. Erziehe diejenigen um oder stecke sie ins Gefängnis und heiße sie danach wieder in deinem Kult willkommen. Oder opfere sie einfach, es sind ja deine Regeln. Genau das werden wir machen, also eins davon. Verzeihung. Jo, ein Ketcher. Nee, ich glaub dir nicht. Niemals für dich mal eine böse Form, weil du böse bist. Ein Schwein ist aber eher süß. Was ist böse? Die Katze vielleicht? Ja, der wird ja wieder gut. Hier, hinterhältiges Schnappi. Farbe wählen. Machen wir mal ein weißes Albino-Krokodil. Das ist definitiv böse. Vor allem mit den roten Augen. So, dann umerziehen. Tja. Sobald die neue Mission gebaut ist, gehst du aber weg. Da ist noch eine Leiche. Aha, alle, die ich geopfert habe. Ein dekorativer Kürbis zur Feier des Blutmonds. Schön. Schön, schön. Das heißt, ich muss nur meine Geister einsammeln. Ich bin begeistert. Kann die Beeren schon sammeln. Weiß nie, ob ich den Busch richtig groß werden lassen muss.
Höchstwahrscheinlich. Geist. Da ist ein Geist. Bienengeist. Gib mir hier meine Kürbisbelohnung. Neue Tierform. Oh, die ist cool. So ein Gargoyle. Ja, du bist zufrieden. Sehr dankbar. Ja. Danke, dass wir solche schlimmen Gedanken gute hier aufnehmen müssen. Leute, die gegen mich sind. Gedankengüter. Ich glaube, das wäre das richtige Wort gewesen. So. Schön abernten. Leute haben eh Hunger, dann lohnt sich's. Und irgendwann sind die Follower bereit, auch die Erntearbeit zu übernehmen. Irgendwann mal. So. Ich glaube, eine Düngerkiste daneben stellen wir aber auch noch relativ gut. Ich glaube, das machen sie schon. Ist voll. Zumindest so gut wie... Hey, der ist ja mit zum Holzmegafon zugange. Ja, wir kochen erstmal was. Was haben wir denn? Mächtiges Fleischfestmahl. Oh, 75% Chance, dass wertvolle Ressourcen hinterlassen werden. Das hört sich gut an. Und Fäkalien, das ist doch genau das, was wir brauchen. Also, tatsächlich ist das guter Dünger. Jo, dann kommt her und... Ja, essen und fressen und kacken. Ja, ihr Tiere. So. Gebete laufen, das ist schön. Ah, nur 4 Stück davon. Ihr müsst mehr machen, Jungs. So. Jetzt hier noch ein bisschen Stein. 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 Wunderbar. Da ist nichts in der Truhe. Vielleicht können wir ja noch was verkaufen. Hier zum Beispiel Oktopus. Wie viel ist der wert? 20. Ja. Natürlich immer weniger, aber... Dauert ja einfach nur, bis sich das wieder auffüllt. Dann hier Squid können wir auch verkaufen. Hummer. Also jetzt habe ich keine Geldsorgen mehr. Schwertfisch. Deswegen lohnt sich Angeln. Oh, Krabbe war ja nichts wert. Knochen braucht man eher für Rituale. Fleisch 4. Also Angeln lohnt sich anscheinend. Gehirnwäschepilz, Baumwolle. Ja, also Fische lohnen sich. Würde ich mal sagen. Nein, Spinne wollte was stehlen. Ist hier noch schlimmer als der Kultist, den ich gerade auf Mission geschickt habe. Ein Rabe. Nice. Ich mag das Blutmond-Event. Nein, mein Gold. Mein Gold. Such dir dein eigenes. Da geh mal was arbeiten, du Spinne. Da ist eine Spinne. Spinne. Ah. Was ist denn das? Okay. Ich hab so eine Horror-Gruselspinne mit totem Kopf. Nein! Okay, Spinne. Tschüss. Auf Begräbnis vorbereiten. Ja. Oh, eine Quest. Psst, Anführer, es gibt Gerüchte, dass Amarina ein Spion ist und einem feindlichen Kult gesandt, um deine Macht zu untergraben. Du solltest mit dieser Person sprechen und die Wahrheit herausfinden. Natürlich. So kann ich euch noch begeistern. Begeistern? Inspirieren? Inspirieren. Ja, dann hört mal schön zu. So, okay. So. Ja, da seid ihr unglücklich. Nicht zu Unrecht. So, ab in die Kiste mit dir. Ich keine Ahnung, was das ist. Nehmen wir es mal mit.
Also. Keine Ahnung. Wird vielleicht despawnen. Hoffe ich zumindest. Sieht nämlich echt gruselig aus. So, dann dürften wir alle einmal mitbeten. Komm schon. Ein paar stärkere Waffen. Das ist keine Übung. Ja. Ah, das habe ich schon. Brauche noch zwei Dinger. Eiferwaffen. Ja, gut. Fluch des Okkulten, Fluch der Tundra, Fluch des Nekromanten. Eifer des Rechtschaffenen 2. Boah. Gesamtmenge an Eifer wird erhöht. Das ist doch sinnvoll. Sind alle zufrieden? Glaube ich hoch, dann können wir wieder an die Arbeit gehen. Irgendwo noch wer, der rumgeistern will. Ist hier nix. So, wo ist Amarena? Amarena, Amarena, Amarena. Du, mein treues Holzding. Hallo Anführer, was für ein schöner Tag im Paradies. Und wenn ich hinzufügen darf, du siehst heute besonders glorreich aus. Ach, kriech nicht so tief. Gedanken. Keimphobiker, Eiferer. Grasfresser. Okay, Ritual der Erleuchtung. Ich werde 20% schneller, hab die Predigt verfolgt. Hat Erbrochenes gesehen. Okay. Wirkt jetzt gar nicht so wie ein Abtrünniger. ST3? War das der falsche Amarena? Amerna. Nee, okay. Quest ist abgeschlossen. Jetzt muss ich von dem eintippen. Ah, halt doch die Phrase. So. Du wirst unerzogen. Wir müssen, glaubt, das Gefängnis erforschen. Da gehört er nämlich rein. Keine andere Meinung ist erlaubt in diesem Spiel. Oh, ich meine. Mach ich den los. So, was willst du? Nun, offensichtlich ist da etwas im Busch. Du musst mir glauben, Anführer. Du hast den Falschen unter Verdacht. Lies mal deine Gedanken. Vielleicht projizierst du einfach. Kränklich Materialist. Nö, du siehst auch. Okay. Muss wohl nichts machen. Oh, noch eine Quest. Ja, lass mich erstmal sauber machen. Ja, was willst du? Großer Anführer, ich habe dir bereits alles gegeben, was ich besitze. Jetzt will ich dir auch mein Leben geben. Bitte opfere mich in deinem glorreichen Namen. Ja, was soll's. Wenn du drauf bestehst. Nicht kotzen, kacken. Ich brauch den Dünger. Regenbogen. Ja gut, dann opfern wir den. Wer will geopfert werden? Doch nicht immer der, der arbeitet. Also rechts steht das Opfere am Merner im Ritual. Warum? Den habe ich doch gerade erst überprüft, ob der... Oh, scheiß drauf. Ein Spion ist. Naja, zwei Fliegen mit einer Klappe und sowas. Opfern. Könnte es nicht wenigstens ein Alter sein, das wäre gutes ressourcenschonendes Verhalten. Ah, der. Okay. Boah. Wenn du denn möchtest. Glaubt, der wird die Entscheidung gleich bereuen. Ja. Er sah nicht mehr so glücklich aus. Oh, das hat ordentlich was gebracht. Das ist ja praktisch. So, weiter in die Arbeit. Weiter an die Arbeit. So, was haben wir hier? Kleine Steinkerze. Also, das ist Dekoration. Missionar 2 auf jeden Fall. Klöppelt das mal bitte zusammen.
Komm schon, Gefängnis, 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 Gefängnis. Ja. Gefängnis müsste irgendwo hier unten sein. Da ist es. Ein Gefängnis. Ungezogene Anhänger werden hier eingesperrt. Das klingt doch sehr sinnvoll. Naja, Quest abgeschlossen. Ich wusste, dass du es hast. Du bist wirklich göttlich. Danke. Was habe ich gemacht? Ah, okay, das war die Anhängerquest. Dann baut mir doch einmal ein Gefängnis. Echt, ich habe kein Holz. Kein Holz vor der Hütte. Jetzt aber. Nee, das war Stein. Das war Holz. Nein, ein Holz fehlt noch. Dann muss ich den kleinen Baum hier opfern. Komm schon. Ja, zumindest willensstark bin ich. Komm schon. Ein Holz brauche ich noch. So, Holz, Holz, Holz. Der ist es. Hier oben. Schön zentral, damit man die Leute nie vergisst. So, ich glaube, die Alten arbeiten auch nicht mehr. Sowas. Sowas Unfreundliches. Oh, keine Ahnung. Das ist jetzt als Deko hier. So, dann können wir noch einen losschicken. Oh, der kommt mit mindestens 30 Holz zurück. Auf Wiedersehen. Ciao. Und die Alten können nicht beten. Was bist du eigentlich für einer? Trägheit, Nachteule, Keimphobiker. Du bist auch ein Spion. Arsch. Nochmal meine Biene. Rein mit dir, was kriege ich? Neue Tierform. Ein Totenschädel, wie man ihn aus Western kennt. So, Spezialressourcen, Spezialressourcen, Spezialressourcen. Muss ich mich noch um noch was kümmern? Mission sieht gut aus. Ich würde dann wahrscheinlich noch angeln gehen und sonst nichts mehr machen in der Episode. Fisch ist ja relativ wertvoll für uns, deswegen schaue ich mir das noch an. Für alle, die keinen Bock haben, beim Angeln zuzusehen. Komplett verständlich. Habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ich fisch hier alles leer und versuche sonst nichts zu machen. Ja, komm, 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 komm. Ah, das Ritual hat mir schon mehr gefallen. Deutlich mehr Fisch, was da rausgefloppt ist. Ich glaube, das sind die richtigen Angler-Terminologien. Dass Fische rausfloppen. Irgendwo habe ich das mal gelesen. Vielleicht behaupte ich das auch nur. Komm schon, ich brauche wertvolle Fische. Wertvolle Fische. Ja. Zumindest was für Nahrung. Für den Nahrungsbedarf. Weiß auch nicht, ob sie es mir anbietet, bei Nacht zu angeln. Ja, zumindest hat bei Nacht noch wenig Gras angebissen. Das habe ich jetzt auch nicht erwartet. Dass einfach zwei Grasbüschel mir so einen Kampf abliefern. Oh, nochmal. Ja, wunderbar. Jetzt wird es hier dunkel. Dunkel. Ah, nichts Besonderes. Einer ist nachgekommen. Komm schon. Na endlich. Keine Fische mehr vorhanden. Okay, dann würde ich hier noch den entbehrlichen Busch aufräumen und hier ein bisschen aufräumen. Wenn wir nicht so viel fischen können, können wir ja hier wenigstens die Landschaft verschönern. Und es gibt zumindest ein paar Ressourcen. Neues Relikt. Clowncheck Schuh. Feuere 3 Projektile für jede ausgerüstete Tarotkarte ab. Wenn du keine Tarotkarten besitzt, feuerst du 2 Projektile ab. Ladetempo Mittel. Na gut. Denke schön. Lag das einfach hier rum.
Deswegen ist es sinnvoll, auch mal hier aufzuräumen. So, Stein sammeln. So, irgendwie hier. Was ist das? Oh, nochmal Stein. Ein bisschen aus wie ein Lagerfeuer zuerst. Ich dachte, ich baue Fleisch ab. Anscheinend nicht. So, da kann man eine neue Followerform beschwören. Liebschöne Bäume, die schön zu fällen sind. Bärenbusch. Und ein paar Deko-Gegenstände, so wie es aussieht. The floor ist Lava, zumindest der eine sieht aus wie ein Lava-Ding. Ja, Lavaboden. 50. Fester als Knochen, Steinwall und Blumenschublade. Ach komm, wir haben genügend Geld. Wir kaufen alles. Wir kaufen einfach alles. Vielleicht hat der dann irgendwann neue Angebote. Wahrscheinlich. Es kann ja nicht alles sein, was er hat. So. Dann, mit Vorsicht betreten. Ich glaube, das hat keinen Effekt, sondern nur, dass es so aussieht. So. Leer gekauft. Mensch, ich bin gut für die Wirtschaft. Was will der? Was halten die Karte heute für dich bereit? Ups. Ich meinte, welche Karten halte ich heute für dich bereit? So traurige Erinnerung. Du bist doch ausverkauft. Habe ich irgendwie mit dem interagiert? Wollte ich gar nicht. Wollte ich doch gar nicht. So, das Einzige, was wir jetzt tatsächlich noch machen, ist den Ketzer einzusperren. Barbatosch, was willst du hier oben? Wo ist der Ketzer? Wo ist der Ketzer? Das sammeln wir ein. Wunderbar. So, ins Gefängnis mit dir. Und umerziehen. Ja, hilft halt nichts. Na gut. Ich würde sagen, das reicht für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.